Liebe Schwester im Islam, erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gestern war ich im Supermarkt gewesen, gestern Nacht. Also was heißt Nacht, so 21.30 Uhr, 21.45 Uhr, genau. Bei uns der Supermarkt hatte noch auf. Und auf einmal sehe ich da einige Jungs, ja, und die wollen dann Alkohol kaufen. Vor mir in der Kasse. Aber das waren auf jeden Fall aus einem islamischen Land, das hat man gesehen. Ja. Ich will nicht sagen, welches Land. Und da wollten sie Alkohol kaufen. Ich gucke, Wodka und hast du nicht gesehen. Ne? Und das im Ramadan, ne? Muss ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, dann hat die Karte nicht funktioniert. Ich habe gemerkt, die haben mich gesehen und dann haben sie sich auch geschämt. Und dann wollten sie eigentlich wieder gehen. Ich habe dann ein bisschen auch vor der Tür gewartet, aber sind nicht mehr wiedergekommen. Alhamdulillah. Da haben wahrscheinlich gesagt, okay, kaufen wir an der Tankstelle. Ist zwar ein bisschen teurer, aber auch egal. Aber das sind die Muslime, die ich meine, die wir auch aufrufen müssen. Und da muss man aktiv drauf zugehen. Wir können nicht in der Moschee warten. Wir können nicht in der Moschee warten, bis die Leute sich in die Moschee verirren. Weil das ist das Problem, was die meisten Moscheen hier in Deutschland gemacht haben. Da wird Unterricht angeboten und keiner weiß davon. Ja, wie willst du erwarten, dass da jemand vorbeikommt? Da kommt doch keiner. Da haben die Besseres zu tun. Da gibt es hier, geh mal raus, da gibt es alle möglichen Werbung. Spielhalle, Disco, alles mögliche. Ja, und das heißt, wir wollen diese Leute aufrufen, wir wollen die Nicht-Muslime aufrufen. Und was ich jetzt in letzter Zeit, weil ich habe immer neue Erkenntnisse, was ich in letzter Zeit gesehen habe, was für uns besonders wichtig ist, ist auch natürlich diese Gruppe der Muslime, die den Islam praktizieren, dass man sich im Wissen vertieft. Weil was ich gemerkt habe, es gibt viele Muslime, die schon am Beten sind, am Fasten sind, Liebe für die, wirkliche Liebe für diese Religion haben, aber dadurch, dass sie kein tiefgründiges Verständnis von der Akida und von dem Menhesh haben, kann man sie sehr schnell aus der Fassung bringen. Sehr schnell in die Irre leiten. Und deswegen lege ich jedem ans Herz, und das ist vielleicht das, wozu Sheikh Albani rahimahullah immer aufgerufen hat, Tasfiya wa Tarbiya. Falsche Gedanken auslöschen und Tarbiya bringen. Deswegen, was jeder wissen muss, ist, wenn er kein Wissen hat von der Religion, ist er für den Satan wie ein offenes Fußballtor. Der braucht nur den Ball reinzuschießen. Ich sehe es immer wieder, dass man mit irgendwelchen absurden Argumenten kommt, die die Leute aber gar nicht verstehen. Die Leute wissen beispielsweise gar nicht, was ein Dalil ist. Zum Beispiel jemand kommt mit einer Bid'ah und er kommt dir mit irgendeiner Aussage von irgendeinem Gelehrten, der irgendwann mal etwas gesagt hat, und dann kommt er mit noch einem Gelehrten und noch einem Gelehrten. Guck mal, die haben das doch gesagt. Er kann kein Arabisch, er kann nicht in den Büchern machen. Manche Sachen sind komplett gelogen, komplett aus dem Kontext gezogen. Ich habe jetzt zum Beispiel, was wir jetzt, unsere große Fitna, die wir haben momentan, ist Fitna Tuk-Takfir. Ich war letzte Woche in einer Moschee in Duisburg gewesen. Da haben mich danach Jugendliche angesprochen, da beten einige nicht mehr hinter dem Imam. Die beten nicht mehr hinter dem Imam, sonst ist Käfer geworden. Jetzt ist der eine den zum Käfer immer erklären, der andere den zum Käfer immer erklären und Führer brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist eine große Fitna entstanden. Warum? Weil die Leute sich schnell in diese Bidda hineinziehen lassen, weil sie keine Grundlagen haben. Im Internet, mir gibt jemand ein Buch von diesen, so eine Beweisführung von den Takfiriyun, ne? Alles Aussagen. Der hat gesagt, der hat gesagt, der hat gesagt, der hat gesagt, der hat gesagt. Keine einzige Aussage vom Propheten, keine einzige Aussage von einem der Salaf. Aber dann sagt er, ja hier, guck mal, die haben das doch alle gesagt, hier, steht doch. Aber er sieht das als Beweis. Warum? Weil er gar nicht weiß, was ein Beweis ist. Was ist ein Beweis? Deswegen, Bruder, ich lege euch das ans Herz, dass wir beide, wenn wir einen Beweis haben, was ist ein Beweis? Erstmal ein Beweis ist eine Sache, die für uns in erster Linie erstmal muhkam ist. Was heißt muhkam? Klar und deutlich, braucht keine andere Sache, braucht nichts anderes, um diese Beweisführung zu bestätigen. Eine Sache, die mutashabih ist, die braucht etwas anderes, um diese Sache zu bestätigen. Jetzt, wenn wir einen Beweis haben, müssen wir erstmal gucken, ob der Beweis authentisch ist. Vielleicht kommt jemand zu dir mit einem unauthentischen Hadith. Zweite Sache, wir müssen gucken, ob der Beweis wirklich ein Beweis für diese Sache ist. Wir müssen gucken, ob der Beweis wirklich ein Beweis für diese Sache ist. Beispielsweise, es hat jetzt jemand, wir wollen jetzt nicht über Wahlen reden, Wahlen oder Nichtwahlen.
Jedenfalls hat jemand gegen Wahlen gesprochen und hat dann den Beweis gebracht, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Wir reden nicht darüber, ob man zur Wahl gehen soll oder nicht. Ich rede nur über die Beweisführung. Die Beweisführung ist absoluter Quatsch. Weil erstmal die Khulafa' ar-Rashidin, die haben nicht in einem Land gelebt, wo Wahlen abgehalten wurden. Ja, weil dann könnten wir sagen, ja, die haben in einem Land gelebt, wo es Wahlen gab, und dann sind die nicht zur Wahl gegangen. Also ist unsere Sunna die Sunna von den Khulafa' ar-Rashidin. Das heißt, so können wir nicht argumentieren. Das ist falsche Argumentation. Aber die Leute, da sie nicht wissen, was eine Beweisführung ist, können sie der Sache nicht folgen. Die dritte Sache ist was? Die dritte Sache ist, dass wir gucken, dass dieser Beweis nicht mansuch ist. Weil es könnte sein, dass ich mit einem Beweis komme, der klar und deutlich ist, der sahih ist, authentisch ist, der auf die Sache anspricht, aber er ist mansuch, er ist abrogiert. Das heißt, der Prophet a.s.w. kam später mit einem anderen Beweis. Vierte Sache, dass diesem Beweis nichts anderes entgegenspricht. Weil es gibt Sachen, wenn wir zum Beispiel zwei Hadiths haben, die sahih sind, und offensichtlich widersprechen die sich, was muss man dann machen? Zuerst versucht man, ein Jam herzustellen. Das ist der erste Schritt. Dass man, wie verbindet man diese beiden Hadithe zusammen? Ich gebe euch ein Beispiel. Und das sind ganz einfache Punkte, die man schnell lernen kann. Zum Beispiel, Aisha radiallahu anha sagt, wer sagt, dass der Prophet stehend uriniert hat, lügt. Wer sagt, der Prophet hat stehend uriniert, lügt. Hadith sahih. Jetzt sagt Hudhaifa radiallahu anhu, sagt, ich habe den Propheten gesehen, wie er im Stehen uriniert hat. So. Der ist auch sahih, der Hadith. Beides wird von was überliefert? Von Sahaban überliefert. Es ist eine ganz einfache Sache, wie wir diese Sache miteinander verbinden. Aisha hat die gelogen? Nein. Weil Aisha radiallahu anha ist eine Sahabiyah. Und Ijma von Al-Sunnah wal-Jama'ah ist, dass alle Sahaba adul sind. Rechtschaffen sind. Hudhaifa radiallahu anhu ist ein Sahabi. Ijma' von Al-Sunnah wa Jama'ah, wie Ibn Hajar al-Asqalani und andere Gelehrten sagen, ist Adil. Der hat Adala. Das ist die Bedingung davon, dass der Hadith akzeptiert wird. Das heißt, ist kein Lügner. Wer ein Lügner ist, der wird von den Leuten von Jarr wa Ta'dil als Kadhab oder Dajjal oder was auch immer bezeichnet. Ja? Das heißt, die sagen beide die Wahrheit. Aber wie kann man das verbinden? Sie hat gesagt, wer das sagt, ist ein Lügner. Warum? Auf ihre Wissen begründet. Aber Hudhaifa hat eine Ausnahmesituation gesehen, wo der Prophet a.s. im Stehen uriniert hat. So. Was sagen wir dadurch? Jetzt kommt die nächste Sache. Eine Tat des Propheten oder eine Nicht-Tat des Propheten ist nicht unbedingt ein Beweis dafür, dass diese Sache verboten oder geboten ist. Das ist der nächste Punkt. Das ist aber, was viele Leute nicht wissen. So, und hier sagen beispielsweise Gelehrte wie Imam Malik, dass man im Stehen urinieren kann. Es geht nicht um Stehen urinieren, ich will nur die Sachen zusammenbringen. Wenn man sicher ist, zum Beispiel wegen dem Boden, dass nicht zurück auf die Kleidung spritzt. Weil natürlich, wenn es zurück auf die Kleidung spritzt und will nachher damit beten, dann kann man, geht natürlich nicht. Ich wollte dieses Beispiel nur bringen, damit man Verständnis von der Religion kriegt. Weil wenn man kein Verständnis von der Religion kriegt, dann kann einen einer schnell in die Irre führen. Entweder durch beispielsweise irregegangene Gruppen oder auch von Mustashrikun, Orientalisten. Sie kommen hier mit Beispielen von Koran und Sunna, womit sie durch durcheinander bringen, weil du diese Regeln nicht kennst. Ja, ich will nicht sagen, dass ich alle regeln kann, aber ich habe mich ein bisschen durchgelesen und so, Alhamdulillah, so schnell kann einen da keiner durcheinander bringen. Aber ich weiß, viele Brüder sind total verwirrt. Man kommt ihnen mit irgendeiner Sache und sie sind verwirrt. Sie wissen nicht, wie sie diese Sache einschätzen sollen. Und du hast Leute vor dir sitzen, die irgendeinen vom Pferd erzählen, die ganze Umma zu Kuffar erklären, unwissenschaftlich, dass dir die Haare zu Berge stehen. Ja? Und die Brüder sind verwirrt, die wissen nicht, was sie dazu sagen sollen. Ja? Das ist das Problem. Deswegen sage ich jedem hier, welche Gruppe war das? Das war die dritte Gruppe. Dass wir richtig Wissen von der Religion bekommen. Jetzt fragt man natürlich, wo wollen wir Wissen bekommen? Jetzt fragt man natürlich, woher wollen wir Wissen bekommen? Okay. Wir können euch unsere bescheidene Arbeit anbieten. Und ihr werdet das sehen, in der nächsten Zeit wird es sehr stark in diese Richtung gehen. Weil wir haben diese Zeit gehabt, wo wir die Leute motiviert haben. Wir haben diese Zeit gehabt, wo wir die Leute
versucht haben, vom Kuffer wegzuholen oder Leute zum Islam zu rufen. Viele Vorträge sind vorhanden auf der Seite. Das heißt, heute, wenn mich einer fragt nach irgendeinem Thema, Islam und Christentum, sage ich, geh auf die Seite, das ist das Video so und so und so. Schau es dir an. Aber was wir jetzt brauchen, ist eine andere Schiene. Jetzt müssen wir den Leuten etwas beibringen, diese Leute stärken. Weil wir sehen, viele Leute, die sind durch Allah, hat uns zum Sebeb gemacht, zum Grund gemacht, dass diese Leute zum Islam gekommen sind und dieselben Leute, die durch uns, also durch Allahs Idee natürlich in erster Linie, Allah hat uns zum Sebeb gemacht, dass sie zum Islam kommen, die sind heute gegen uns, weil sie irgendwelchen Hardcore-Takfiris in die Fänge gefallen sind und nichts mehr kapieren. Das heißt, warum? Weil die die ganze Lage nicht verstehen, weil sie nicht wissen, was ein Beweis ist und so weiter und so fort. Und deswegen ist es wichtig, und ich lege jedem hier ans Herz, im Monat Ramadan. Der Monat Ramadan ist von Ibadah. Aber wenn dieser Monat aufhört, dass man versucht, sich mit Wissen zu beschäftigen. Wenn du Freiheit hast, glaub es mir, wenn du Freiheit hast, dass du dir es leisten kannst, ach, irtanim khamsin kablachan khamsin, dann nutze fünf, irtanim, wie ranima, ja, wie eine Beute. Fünf Dinge vor fünf Dingen, ja. Shababaka kabla haramika, deine Jugend vor deinem Alter. Und am Ende, was sagt er? Deine Freizeit, bevor du beschäftigt bist. Fararaka kabla shurika. Und deine Freizeit, bevor du beschäftigt bist. Glaub es mir. Wenn du Freizeit hast jetzt, du bist jugendlich, geh nach Ägypten, geh nach Jemen, geh in irgendein islamisches Land, wo du Islam lernen kannst bei Gelehrten oder bei Schiuch, die für ihr Wissen und für ihren Menhesch bekannt sind. Das ist eine große Gabe, ist das. Und du kommst vielleicht wieder oder bleibst dort, ja, wenn du es schaffst. Viele haben es nicht geschafft. Aber du kannst der Umma nützen. Weil was sagt der Prophet, alaihissalatu wassalam? Der sagt, وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلُ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Und die Huld von einem Wissenden über einen Abid, nicht über einen Jahil, nicht über einen Fasiq, über einen Abid, ein Mensch, der dient, ist wie die Huld von dem Mond über die restlichen Himmelskörper nachts. Der Mond, der gibt dir Licht. Warum? Weil der Alim, der gibt dir Licht. Der ist derjenige, durch den die Umma in das Licht kommt, den Weg in der Nacht findet. Und das ist das, was ich jedem hier ans Herz lege, sich damit zu beschäftigen. Wenn er nicht weggehen kann, kann ich jedem, der die Zeit dafür hat, ich kenne keine bessere Möglichkeit, keine bessere Sache, als die Islamschule von Abu Anas. Nicht, weil das mein Freund ist, sondern weil ich gesehen habe, dass da Leute bei sind, die richtig profitiert haben. Die innerhalb von einem Jahr Arabisch so gelernt haben, dass sie sich gewissermaßen unterhalten können. Und Arabisch ist ein großer Schlüssel. Die Gelehrten haben aufgezählt, von dem Grund, dass Leute in die Irre gehen, ist der Mangel in der arabischen Sprache. Viele irregegangene Gruppen haben was? Haben wen als Führer? Jemanden, der ein Ajami ist. Der der arabischen Sprache nicht so sicher war, wie einer von den Arabern. Viele irregegangene Gruppen. Das dazu. Ja, dann, wenn ihr da nicht dran teilnehmen könnt, dann versucht jeden Tag auf die Seite zu gehen. Alleine, wenn man jeden Tag eine Information hört, wir haben fast jeden Tag neue Videos, man kriegt jeden Tag eine Information, kann einem unheimlich weiterhelfen. Dann Unterrichte, die abgehalten werden. Wir haben einen Terminplaner. Wir werden inshallah bald jeden Tag Live-Unterricht auf unserer Seite haben. Dass wir weiterkommen, dass wir uns stärken, weil dieses Wissen es macht. Innama yakhsha Allah min ibadi al-ulama. Wahrlich, die einzigen, die Allah fürchten, sind die Gelehrten. Jetzt Gelehrten, umso mehr Wissen du hast, das ist die Frage. Aufrichtiges Wissen für die Religion. Ich will mich jetzt nicht dazu zählen, also Ulama sowieso schon mal gar nicht, ist ja ganz klar. Aber trotz alledem, das ist ein wichtiger Punkt, glaubt es mir. Die Salaf haben gesagt, Faqihun wahidun ashaddu ala shaitani min alfi abid. Einer, der Faqih ist, der Verständnis hat von der Religion, der ist schwerer für den Satan als 1000 Leute, die Allah, die Abid sind. Nicht die Juhal sind, nicht die Fusaq sind, die Allah dienen. Warum? Weil ich eben schon gesagt habe, der Abid, der ist für den Scheitan wie ein offenes Fußballtor. Der braucht seinen Ball nur reinzuschießen. Der kriegt den. Irgendwie kriegt er den in den Bidda reingezogen. Der sagt zu dem, ist doch gut. Hey, guck mal, er sagt zu dem, ist doch gut, hier. Dann sitzen wir im Kreis, dann rufen wir alle den Namen Allahs, Allah, Allah, Allah. Ist doch gut. Was ist daran schlimm? Du gehst an dem und dem Tag zum Grab von so und so, ist doch gut. Ja?
Oder du rufst ihn an, ja, Jill, A'udhu Billah, ich will es gar nicht aussprechen. Verstehst du? Rufst dann, machst dies. Warum? Allah sagt doch im Koran, Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab. Diejenigen, ja, was suchen die? Die rufen zu Allah al-wasila, ein Mittel. Und diese Dua zu einem Sheikh oder was ist al-wasila? Verstehst du? Der wird in die Irre geleitet. Jetzt, genau dasselbe. Genau dasselbe. Hamas, Liebe für die Religion. Ja, guck mal, was dort in dem Land passiert. Guck mal, was dort im Land passiert. Das sind alles Kuffar. Alles Kuffar. Und was sagt der Prophet, a.s.w.? Nichts von Mawani und Takfir gelernt. Was sind Mawani und Takfir? Wenn ich jetzt hier jemanden frage, Brüder, ich will keinen beleidigen oder irgendwas, sondern erwidern. Wenn ich jetzt jemanden erzähle, was sind Mawani und Takfir? Hindernis, dass jemand zum Kafir wird. Wer kann mir das aufzählen? Wallahi, Achim, mir schreiben Leute eine E-Mail, wo sie die ganzen Führer zu Kuffar erklären. Ich frage sie, was sind Mawani und Takfir? Kann jemand einen Vortrag darüber machen? Was ist die machen? Die machen einen Vortrag darüber, da sagen die nicht Mawani, sondern Manawe. Die können noch nicht mal aussprechen. Kannst du dir vorstellen, Achim? Juhal Muraqab, Achim. Kannst du dir vorstellen? Aber hier, der ist Käfer. Kein einziges Wort. Leute machen Werbung, Leute zu Kuffar zu erklären. Aber sie erwähnen nicht zur selben Zeit, in welche Gefahr du dich begibst und dass die Gelehrten der Salaf davor gewarnt haben. Dass sie erklären, es gibt einen Takfir Mutlak und Takfir Mu'ayyan. Was ist das? Takfir Mutlak ist, dass du sagst, diese Tat ist Kuffar al-Akbar, großer Kuffar zum Beispiel. Und Takfir Mu'ayyan ist, dass du sagst, diese Person hat das gemacht, ist Kafir. Aber bevor du sagst, dass diese Person Kafir ist, müssen erstmal Shurut vorhanden sein, wie zum Beispiel das Wissen davon, wie zum Beispiel die Beabsichtigung davon. Und Mawani, Hindernisse müssen vorhanden, ausgelaufen sein. Ich erwähne das jetzt für euch, dass ihr das schon mal wisst. Was wird zum Beispiel als Hindernisgrund erwähnt? Nummer 1, Khata, unbeabsichtigter Fehler. Beispiel, ihr müsst mich fragen, wo ist dein Beweis? Ja, aber Hamza. Und mein Beweis ist Koran und Sunna. Der Prophet a.s.w. berichtet ein Hadith von einem Person, der in der Wüste ist, ja, und der verliert sein Reittier, seine Naka, seine Kamelstute, wo das ganze Proviant drauf ist, die geht laufen. Und dieser Mann, der bereitet sich auf seinen Tod vor, und dann kommt der am Ende, wo er schon auf den Tod vorbereitet ist und keine Hoffnung mehr hat, kommt diese Kamelstute wieder mit dem ganzen Proviant, dem Essen, Trinken und so weiter, und er kann weiter. Ansonsten wäre er in der Wüste elendlich verkümmert. Und er freut sich so sehr und sagt, oh Allah, oh mein Herr, sagt er, ja Rab, du bist mein Diener und ich bin dein Gott, sagt er. Er verspricht sich, er wollte andersrum sagen, er wollte sagen, ich bin dein Diener und du bist mein Gott. Das wollte er sagen. Aber er hat sich versprochen. Die Tat, Qaul, ist Kuffer. Takfir Mutlak. Das heißt, über diese Tat, dass jemand sagt, Gott, du bist mein Diener, ist Kuffar. Aber ist diese Person Kafir geworden? Nein, denn das ist Takfir Mu'ayyan, weil wir gucken rein und sagen erstmal, die Shurut sind nicht vorhanden, weil er nicht die Absicht hatte, diesen Kuffar zu machen. Und ein Mani ist vorhanden, denn er hatte den Mani, wie heißt der? Khata. Unbeabsichtigter Fehler. Was sagt der Prophet a.s.? Inna Allah tajawwaza li an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukriu alayh. Allah hat für meine Umma vergeben, was? Erstens, khata, nisyan, unbeabsichtigter Fehler, Vergesslichkeit und wozu sie gezwungen sind. Jetzt kommen unsere Schlauberger. Wir haben noch andere, Mawani und Takfir genannt. Und da sagen sie, und da siehst du wirklich, subhanallah, absolut keine Ahnung. Keine Ahnung von der Sunna, nichts. Ich sage nicht, ich bin Gelehrter oder Scherer oder was auch immer, aber absolut keine Ahnung. Und wir sagen, es gibt noch andere Mawani, wie zum Beispiel Ta'wil, wie zum Beispiel Ajz. Ta'wil heißt, dass er ein falsches Verständnis hat, eine falsche Interpretation. Ja? Dann Ajz zum Beispiel, dass er unfähig ist.